super. Lisa sitzt am Morgen am Küchentisch. Sie schlägt die Zeitung auf und schreckt sich. Denn heute ist der 6.10.2012. Der Stichtag, den sie gar nicht mag. Denn ab heute arbeiten Frauen in Österreich unbezahlt. Sie hat sich ihr Leben anders ausgemalt, als nur die Handlangerin von Männern zu sein. Die hat einfach mehr bekommen, weil sie am lautesten schreien. Lisa beißt den Semmel und trinkt ihren Kaffee. Und dann hat Lisa eine Idee. Eigentlich könnte ich gar nicht hier sitzen bleiben, auf die Arbeit pfeifen, ein Liedchen schreiben und für einen gerechten Lohn streiken. Immer wieder hat Lisa in der Schule gehört, Frauen sind gleichberechtigt, es gibt nichts mehr, was sie stört. Doch wie geht's, das denkt sich Lisa, hast mein Vater mehr verdient als meine Tante Irmi mit dem unehrlichen Kind. Und warum kriegt mein Freund beim Praktikum mehr Zeit? Warum studiert er nicht Lehramt, obwohl er Kindersund mag? Ach ja, das ist ja ein Frauenberuf und inkludiert ist dabei halt ein schlechter Ruf. Lisa sagt ihrem Freund, er soll die Wäsche selber waschen. Sie fasst einen Entschluss und beginnt laut zu lachen. Ich werde heute hier sitzen bleiben, auf die Arbeit pfeifen, ein Liedchen schreiben und für einen gerechten Lohn streiken. Wir werden heute hier sitzen bleiben, auf die Arbeit pfeifen, ein Liedchen schreiben und für einen gerechten Lohn streiken. Yeah. Wir werden heute hier sitzen bleiben, auf die Arbeit pfeifen, ein Liedchen schreiben und für einen gerechten Lohn streiken.